Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweizer. Heute präsentiere ich euch die Vase des Todes. Ich habe es gebaut und ihr werdet dann schauen, dass ich das wirklich hingekriegt habe und das in einer gewissen Zeit, wo ich am Abend das schnell gemacht hat, relaxed, das zusammengebaut. Es hat funktioniert und ich habe einen Trick angewendet am Schluss und ich habe es nicht geklebt. Es wird dann am Schluss natürlich wieder reingetan, weil es eine gute Sache ist. Es ist für ein Tierheim. Paus Klemmbausteine hat das Ganze initialisiert und es gibt hier ganz viele bekannte YouTuber, die dieses Set schon in den Händen hatten und am Schluss wird es versteigert. Ihr seht hier Harzbricks, der Donnergurken, Southern's Best, Stoschten, NSN, die Klemme, Inobrick, Bass City, Paul natürlich, Awesome Brick Fan, Soldier ist dabei. Dann haben wir Sascha, wir haben Klaus, Vilno Clemens, Street of Curious City, wir haben Brick Vienna, Collective Evil, wir haben Sarah Evil, wir haben Let's Brick und es wird in der Schweiz auch noch weitergereicht, weil dieses Set muss natürlich jetzt von Deutschland, Österreich, in der Schweiz, auch in der Community auch noch unterschrieben werden. Das mache ich gleich. Was kann ich sagen zum ganzen Set? Ich fand es adrett, nett. Am Anfang habe ich gedacht, es ist ganz einfach und es hält auch. Seht ihr, das hält die ganze Ding. Und wenn man es richtig macht, ist das eigentlich gar nicht so ein Problem. Natürlich, die Farben sind schwierig. Also die Anleitung, die ist ein Graus. Da weiß man nicht genau, was man verbauen muss. Und die Anleitung, die sieht so aus. Ich kann hier das zeigen und dann könnt ihr reingucken. Und da sind die Farben schon ein bisschen schwierig. Und es gibt aus meiner Sicht einen Fehler in diesem System oder in dieser Vase, weil die Farben sind nicht alle so vorhanden, wie es suggeriert wird. Ich habe ein bisschen das kreativ anders gemacht. Hier auf der Seite seht ihr, das müsste hier eigentlich immer die gleichen Farben hier sein. Alles, aber das hat zu wenige und darum habe ich dann hier dazwischen ein bisschen bläulich das gemacht. Aber es sieht doch auch schön aus, so in dieser, ja, das lockert auf vom Ganzen. Und die Vase hält auch jetzt, also seht ihr, die hält, die habe ich gut, die hält. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, funktioniert. Und wie man das bauen kann, das könnt ihr jetzt schauen, nämlich ein Speedbuild ab. Ja, mit dem ersten Stein fängt das an und man baut es nach oben. Ja, und das war gar nicht so schwierig. Es gibt natürlich sehr viel repetitives Bauen. Man baut immer etwa das Gleiche und man baut den Flaschenhals. Der Flaschenhals hier oben, ja, der muss sich dann später ein bisschen etwas ändern, weil sonst funktioniert es nicht. Dann kommt ein repetitives Bauen des ganzen Vasenbauchs, ja, und dort muss man schauen, dass das Ganze funktioniert. Und es haben ein paar Steine gefehlt. Nein, nicht die Steine haben gefehlt, aber die Farben. Also habe ich das ein bisschen anders gemacht. Ist als Mocke ja kein Problem. Nimmt man halt das anders und sagt, ja, dann fehlt halt das, dann baut man das. Aber wenn man es genau nach Anleitung machen will, schwierig, die Farben schwierig zu erkennen. Und jetzt kommt die ganze Herausforderung. Wie kommt jetzt das vom Boden an den Flaschenhals? Wie kommt der Körper dazu? Und da habe ich mir überlegt, wie soll ich das bauen? Und plötzlich habe ich gesagt, ja, jetzt baue ich das nach oben auf und dann rein und das hat dann nicht funktioniert. Ich habe dann wieder alles wieder abgebaut und am Schluss habe ich mir gesagt, ich mache es einfach so, dass ich nur die oberhalb und der Flaschenhals kommt am Schluss. Damit funktioniert es. Ja, cool. Ich habe es gebaut, ihr habt geschaut. Natürlich hatte ich die schon gebaut, aber hier im Bau, es war natürlich wichtig, dass ihr jetzt seht, wie ich das gebaut habe. Und für alle, die nicht wissen wollen, wie es sich bauen lässt, dann bitte nicht das Video anschauen. Hätte ich vorher sagen sollen. Egal. Es funktioniert nämlich so, dass ihr, die Anleitung ist anders und da, als Mocker denke ich dann immer, machen wir es anders, bauen wir es anders und plötzlich hat es dann funktioniert und das raufgesetzt und dann hat das kein Problem. Bis ich das rausgefunden habe, habe ich schon ein bisschen gezweifelt, ob ich es hinkriege. Ich habe gedacht, nee, das kriege ich nicht hin. Es war schon spät, es war gegen 10, halb 10 war es etwa. Dann habe ich erst aufgegeben und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das bauen und pang, hatte ich die Idee und
habe den Dreh rausgekriegt und am Schluss bin ich stolz, dass ich dieses Set so nett zusammengebaut habe und es euch zeigen kann. Und hier einfach hin und her. Und das hält. Das ist kein Problem. Die Klemmkraft finde ich gar nicht so schlecht von diesem Set. Ich hatte es mir anders vorgestellt. Also keine Angst, da habe ich schon schlechtere Sets in den Finger gehabt und ich hoffe, es wird noch bessere Sets geben. Jetzt die Unterschrift. Steinermeister, wo schreibst du drauf? Ja, ich schreibe mal hier unten. Steinermeister. 8 Jahre, das ist doch gut. 8 Jahre. Steinermeister? Oh. Der ist permanent, aber es ist nicht so gut. Ich werde das dann noch ein bisschen optimieren. Ja, ich werde das noch optimieren, aber trotzdem cool, wenn ich das hier jetzt unterschrieben habe. Und es geht jetzt dann weiter. Also es geht ins Brickhouse zurück. Und vom Brickhouse wird es dann in der Schweiz weitergeteilt. Also Raffzahn, Calimero haben sich schon gemeldet. Buttermaker hat sich natürlich gemeldet. Zu dem kommt sicher. Und auch andere YouTuber, die da Spaß haben. Also finde ich cool. Coole Aktion, unterstützt, wenn die Spendeaktion ist, gebt da fest rein und die war gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, Paul, was du hast, aber gewusst wie und dann funktioniert es. Wenn man es nach Anleitung baut, keine Chance, wenn man aber ein bisschen Grips reingeht, funktioniert es. Ich hab's geschafft, ich bin stolz und wünsche euch alles Gute, bis nächstes Mal, euer Steinermeister und tschüss, merci, danke.